Klar. Hallo, Herr Zeller! Hallo, Regisseurin. Hallo, ohne großes Intro möchte ich heute euch meine Gitarre vorstellen. Eine meiner vielen Gitarren. Eine Michael Kelly, eigentlich No-Name, ne, aus China oder Korea, made in China. Ein mir sehr lieb gewonnenes Teil. Habe ich etwas modifiziert. Ich möchte euch in einer Serie eine Latte von Gitarren vorstellen, die ich alle meinen eigenen nennen darf. Und anfangen möchte ich mit dieser Gitarre hier, eine Jazzgitarre, Michael Kelly. Archtop mit F-Löchern, sehr schön, mit Fichte da oben. Und hier Ahorn, also es sieht wirklich super aus. Ne? Ahorn. Und nicht voll massiv, auch nicht mal die Decke massiv, aber ich sag mal, massive Instrumente machen zumindest auf der Bühne Probleme mit Feedback und so weiter. Und diese Gitarre, also da kann man auch nicht verzerrt spielen, die eignet sich halt für Jazz. Ne? Alles mit Septime ist Jazz. Ja, es geht ja nicht ums Spielen hier, sonst hätte ich mich etwas mehr angestrengt. Ich möchte euch die Gitarre ja vorstellen. Also ich habe die mit geschliffenen Saiten besaitet. Das sind George Benson Saiten, ziemlich dick. Und habe da vorne diese Headstock-Verzierung noch vorgenommen. Mit, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Nudge, glaube ich, oder wie heißt denn das da? Die Hals, Truss Rod, genau, Truss Rod Abdeckung, ein bisschen schöner gemacht. Hier sind nette Einlagen, schön verstaubt. Also Putzfrau hat gerade Urlaub auf meiner Yacht in Monte Carlo. Hier Grover Mechaniken, laufen wirklich super. Der Hals war sehr dick. Und es hat mich jahrelang genervt und dann einfach habe ich die Gitarre gepackt mit einer Raspel, also wirklich Raspel, einfach ganz brutal, ganz grob abgeraspelt, dann mit der Feile noch ein bisschen feingeschliffen, Schleifpapier und ja, ich bin kein Gitarrenbauer und ich nehme es auch manchmal nicht so ganz genau. Man muss auch mal 5 gerade sein lassen hier, schlecht, aber es fühlt sich ganz gut an. Jo, soweit mal da, Dingsbums, was den Hals betrifft. Fliegen. Dann diese, okay, also diese normalen Gurtpins habe ich ersetzt durch diese Strap-Locks. Strap-Locks, damit, die haben so einen Sicherungsstift drin. Alle Profis machen das, so auch ich. Strap-Locks, hier hinten natürlich auch. Dann ganz wichtig, der Pickup ist kein Originaler. Das wäre der Originale. Ich bilde mir ein, dass der von der Vergoldung her etwas blasser ausfällt wie der vorne. Ein Original Gibson Classic 57. Und der klingt also um einiges fetter. Achso, das war der hintere eingeschaltet. Jetzt kommt der Gibson. Okay, da kann man natürlich die Tonpottis noch zudrehen, damit der Jazz noch der Jazzklang noch ein bisschen deutlicher herausragt. Kommt jetzt natürlich mit dem minderwertigen Mikrofon von der Handycam nicht so deutlich zu tragen und außerdem kommt ja der akustische Klang von der Gitarre überlagert sich ja oder vermischt sich mit dem Amp-Klang und also bei dem Tonpotti war ich, also da habe ich vor irgendwann nochmal andere Kondensatoren hinein zu löten.
aber das gestaltet sich bei einer Archtop sehr schwer, weil da muss man die ganze Elektronik da durch dieses F-Loch und durch, also ne. Das Schlagbrett war hier dreieckig, das hat einfach scheiße ausgesehen. Dann habe ich das abgeschraubt und mit der Feile schön rund gemacht, ne? Das muss ja auch ein bisschen hübsch sein. Hier Tonpotti und ach ja, die alte Hinterpickup, der klingt jetzt auch nicht so scheiße. Also kann man natürlich Saiten ziehen oder auf Englisch Bendings gestalten sich bei den fetten Jazz-Saiten etwas hürdevoller. Geht gar nicht, also so gut wie gar nicht. Aber klingt auch nicht schlecht, der hintere Pickup und beide Pickups zusammen. Haben einen schönen Twang. Ne, wie geht denn das nochmal? So. Machen wir ein bisschen lauter, damit man vielleicht ein bisschen mehr vom Amp hört. Haben wir schon 4 Minuten, mehr wie 4 Minuten? Oh, dann lass es mal gut sein und spiel das berühmteste Abschiedslied der Welt.